habe ich noch nie gemacht, wollte ich aber einmal im Leben gemacht haben, ehrlich. Ja, willkommen damit und herzlich willkommen erstmal auf meinem Kanal bei einem neuen Video, so versprochen. Scheiße. Egal, Leute, es geht aber heute einfach darum, ich habe seit Wochen oder seit Monaten, seitdem ich meinen neuen Computer habe, dort unten steht er, oder mein Equipment, habe ich schon mehrmals versprochen, eine kleine Vorstellung zu machen, was in meinem Computer drin ist, was benutze ich etc. Und heute mache ich das mal. So Leute, jetzt zeige ich euch erstmal kurz hier oben so ein bisschen mein Equipment. Da habe ich ein Verlängerungsschnurkabel liegen, einfach um alles von hier oben managen zu können. Wenn ich da jetzt drauf drücke, ist ja eigentlich alles aus, aber das will ich nicht. Hier habe ich mein Mikrofon, meine Mikrofonhalterung. Weiterlaufend habe ich dann das Auna Mic 900 in der LED. Version hier, dass es leuchtet. In Silber. Ist auch die teuerste Version gewesen, nur wegen diesem LED-Dingen hier. Aber ich wollte es haben, weil es leuchtet. So, geil. Mein Popschutz, das ist von, wie heißen die? My Boost Rave oder sowas. Keine Ahnung, wie die hießen. Ich habe es bei Amazon gekauft, eigentlich so im Set. Halt extra gekauft, aber halt zusammen liefern lassen. Da muss ich mal kurz ein Tütchen wegtun. Ich muss das Gras vom Tisch schauen, Jungs. Das Gras. Fangen wir mal einfach weiter an. Ich würde mal sagen, wo wir jetzt gerade hier sind. Das ist meine erste Softbox. Die hängt da so ein bisschen blöd, weil da hinten nicht so viel Platz ist für Standbein. Da auf der Seite habe ich die zweite Softbox und die scheinen zusammen den Greenscreen an. Ich weiß, der ist nicht glatt. Ich denke mal, das wird der im Leben auch nicht, weil ich ihn nicht bügeln kann. Ich habe ihn auch schon irgendwo zerstört. Das habe ich aber umklappen lassen von Freunden. Die haben mir da oben solche Nieten reingemacht und das habe ich mit Kabelbindern festgemacht. Und da konnte ich die Seite halt, weil es richtig lang ist, einfach umschlagen. Oh, da steht Wäsche. Wäsche. Ah, nein. Star Wars. Star Wars. Cappy. Bambi. Steckt Bambi den Finger in den Arsch. Nein, so, da habe ich dann noch ein kleines Soundsystem stehen von Trust, da müssten noch Boxen irgendwo sein. Ich weiß aber nicht, wo die sind. Wozu kommen wir denn jetzt? Ganz kurz, das ist meine Webcam, das fuck, keine Ahnung, die ist auch total scheiße eigentlich, für die Videos reicht es aber erstmal. Aufnehmen tue ich, da sieht man schon, mit OBS. OBS. Und schneiden tue ich, wie man da sieht, einfach mit Shotcut, da ist gerade auch was fertig geworden, das ist für den 26.3., also von vor 2 Tagen. Das hier ist ja für den 28.3., aber es interessiert keinen. So Leute. Das ist meine Maus. Scheiße. Sie ist wirklich scheiße, aber ich komme damit mittlerweile gut klar. Meine Tastatur. Auch scheiße. Meine Handyhülle. Die habe ich mir vor kurzem gekauft. Die hat 2 Euro gekostet. Weil ich mir ein neues Handy holen musste. Weil vor ein paar Tagen das S7, das da, weil ich jetzt gerade mit dem S7 aufnehme, weil ich keine Kamera besitze, weil mir mein S6 auf der Arbeit runtergefallen ist. Runtergefallen und kaputt, Leute. Da habe ich noch einen Kugelschreiber liegen vom Autohaus, als ich mir mein Auto gekauft habe. Ja, ich kaufe ein Auto für 10.000 Euro und kriege einen Kugelschreiber. Kugelschreiber! Gut, da habe ich schon meinen Kugelschreiber, Leute. Wie gesagt, den Greenscreen habe ich ja schon zum Teil gezeigt. Das sind meine In-Ear-Kopfhörer und Taschentücher zum Reinigen meines Schaftes, wenn ich fertig bin. Also In-Ear-Kopfhörer, Leute. Ja, mit denen versuche ich halt derzeit aufzunehmen, weil das mit dem Headset scheiße ist, voller Aschenbecher, eklig, egal. Mit dem Headset ist halt ein bisschen scheiße gerade, beim Zocken so ist es echt geil, aber beim Aufnehmen, ich würde gerne ein bisschen mehr hören, deswegen habe ich das erstmal weggetan. Hier ist der USB-Stecker natürlich für mein Mikrofon, hier natürlich der AUX für, nein, nicht runterfallen. AUX für mein In-Ear-Kopfhörer und hier ist noch ein Handykabel, das da schon gebrochen ist und da auch, aber das war von dem S6 und ich habe beim S7 auch einen dabei gehabt, also das ist eigentlich relativ egal. Und da beginnt es eigentlich schon mit dem Hauptteil, weswegen ich dieses Video ja mache, das Vorstellungsvideo für meinen Computer. Das Gehäuse ist eigentlich, ja, müsste man mal so zeigen, ach ja, den Tisch habe ich nicht vorgestellt, ne? Der ist von Ikea und hat 10 Euro gekostet. Daumen nach oben. Das ist erstmal das Silent Base 600. Es gibt es auch noch in der 800er Version. Sieht eigentlich genauso aus, ist etwas größer, hat ein bisschen mehr Platz von innen. Aber mir reicht das hier. Das ist auch ein Fertigcomputer gewesen, den habe ich also so gekauft. Die Klappe kann man, glaube ich, nicht aufmachen. Nur hier, nicht auf der Seite. So, Leute. Hier habe ich natürlich erstmal ein optisches Laufwerk drin. Da. Von Asus. Habe ich bisher einmal benutzt tatsächlich nur, als ich für die Grafikkarte den GPU-Tweaker installiert habe. Das Gehäuse selbst ist gut abgedämmt, also wirklich schallgedämmt. Man kann da echt viel reinbauen und man hört nichts. Ja, vor allem am besten wären halt diese Silent Loops, das ist jetzt kein Product Placement, aber dadurch wird es halt leiser, weil die Silent Loops von Silent Bass sind echt leise. Und ja, eigentlich ist es mit einer Glasseite abgeschlossen, die habe ich hier liegen.
Die habe ich bereits abgemacht, einfach aus dem Grund, ja, ich wollte da unten jetzt nicht so rumfummeln. Nicht auf den Boden fallen. Die Wampe ist im Weg, da kann ich mich nicht so gut bücken. Ist leider so. Beginnen wir mal mit der kleinen Vorstellung. Das ist mein CPU-Kühler, den kennt man bereits, den kann ich dort auch regeln. Hier oben befindet sich ein kleiner Regler vorne in dem Gehäuse und damit könnte ich dann eigentlich sagen, pass mal auf, du nicht. Ja, und da hinten haben wir natürlich einen ganz normalen Lüfter noch mit drin. Da haben wir erstmal das Netzteil. Dort habe ich einen Festplattenkäfig mit ein paar Festplatten eingebaut, insgesamt zwei Stück, eines SSHD von Seagate und eine Barracuda. Aber jetzt will der nicht so gerade aufnehmen, wie ich will. So, nee, macht er nicht. Hier unten ist halt echt zu wenig Licht. Das tut mir gerade leid. Deswegen machen wir es einfach mal ein bisschen heller. Das ist die NVIDIA GeForce GTX 1070 in der Strix-Variante von Asus mit drei Lüftern unten drunter. Ich komme da halt nur scheiße zwischen, deswegen zeige ich die jetzt nicht. Ist auch keine Wasserkühlung, sind ganz normale Lüfter drin. Da oben ist der noch ein Festplattenkäfig, beziehungsweise man könnte den Festplattenkäfig einbauen. Dort oben befindet sich das optische Laufwerk. Ja, da haben wir noch einen Lüfter. Ich glaube, ich habe vorne irgendwo da befindet sich noch ein Lüfter am Festplattenkäfig. Mehr habe ich noch nicht eingebaut, habe ich aber noch vor. Da soll eigentlich für den CPU noch eine Kompaktwasserkühlung rein. Das da hinten ist übrigens auch ein Silent Loop. Dort befindet sich mein Arbeitsspeicher. Das sind ja vier Sticks, also vier RAM-Sticks. 8 GB, also 32 GB RAM. Und die sitzen auf meinem Asus Z190Z Pro, heißt das, glaube ich. Das ist mein Mainboard. Pro Gaming. Und darauf sitzt dann wiederum mein Intel i7-6700K, glaube ich. Das K steht halt für Übertaktungsmodelle. Und das ist im Allgemeinen dann mein Computer, Leute. Sorry, wenn es gerade so ein bisschen wackelt. Ich habe kein Stativ. Ich hole mal kurz den Stuhl wieder hier hin. Und das ist eigentlich mein komplettes Gaming-Equipment. Und ja, Leute, und das ist eigentlich mein komplettes Gaming-Equipment, was ich hier verwende. Ich bin eigentlich sehr stolz auf die Sachen, die ich mir zusammengetragen habe. Ich habe damit nämlich auch angefangen, als ich in der Ausbildung war. Und konnte mir für meinen Standard schon richtig viel in Richtung Gaming leisten, halt Computer, Monitore. Ich habe mittlerweile zwei Monitore, beide von Acer. Einen großen, einen kleinen, weil die für mich ausreichen. Es kommt vielleicht noch ein dritter dazu, aber das wird noch dauern, weil ich gerade irgendwie nicht. Es gibt halt andere Prioritäten, die ich gerade setze. Vor allem erstmal die Kompaktwasserkühlung und natürlich meine Tochter. Das Mikrofon werde ich niemals austauschen. Niemals. Ja, was kann ich eigentlich noch dazu sagen, Leute? Ich könnte noch kurz ein bisschen die Programme vorstellen, mit denen ich hier arbeite. Das ist auf eine Art Aufnehmen tue ich mit OBS, Studios natürlich und Schneiden mit Videopad-Version, keine Ahnung, will ich auch gar nicht wissen. Wie die Webcam genau heißt, kann ich euch auch nicht sagen, Leute. Da soll eigentlich noch eine geile Webcam hinkommen, aber ich habe mir erstmal welche angeguckt und muss mich da auch erstmal ein bisschen entscheiden. Der Stuhl bleibt definitiv erstmal so lange stehen, bis ich mir mal irgendwann einen anderen hole, weil, also bis der eigentlich im Arsch ist. Wie zerstört wird der. Und danach fick ich Bambi. Bambi. Du. Du. Oh, Star Wars Tasten. Geil. Tja, Leute. Das war's eigentlich dann mit der kleinen Vorstellung. Da, guck mal, da könnte man mich sehen. Plups. Haha, guck mal. So hätte ich das viel früher machen sollen, das ist eigentlich viel einfacher. Warte mal, ich suche mal ein bisschen dran, so. Geil. So sieht das aus, wenn man im schwarzen Bild einfach mal gerade den Greenscreen anhat. Das sieht eigentlich total kacke aus. Ja, Leute, drehen wir die Scheiße einfach nochmal um, Leute. Ich würde erstmal sagen, das war's. Es war endlich das Vorstellungsvideo, was ich den Leuten, die meine Videos tatsächlich verfolgen, seit Monaten versprochen habe. Und endlich kommt es, Leute. Wenn euch das Video wieder gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben, dann ein Abo hier auf dem Kanal. Lasst was in den Kommentaren. Und bis zum nächsten Mal. Euer Xaxa, ciao.